Zeit ist, Fisch. Auf den Plätzen fertig los. Ja. Ein wunderschöner Fisch. Oh, ist der dick. Guck mal, wie dick der Bauch ist. Die Punkte, die brauchen wir. That's the game changer. Number one. Don't forget that Swedish anglers are the best. Der YouTube Predator Cup 2019 wird präsentiert von Casio ProTrack, Shimano und Nice. Dietmar Isaias, der für den YouTube-Channel von Quantum Fishing Europe antritt, kommt gebürtig aus Recklinghausen. Lange Zeit lebte er in Holland, wo er das Rhein-Maas-Delta, wo wir auch heute angeln, lieben lernte. Er fischt am liebsten vertikal auf Zander. Der beste Fang seiner Karriere war ein Zander von 1,07 Metern Länge. Im Vorjahr erreichte Dietmar das Viertelfinale und schied dort gegen den Schweden Tobias Ekwall aus. Es verwundert also nicht, dass er in diesem Jahr am liebsten nochmal auf Tobias treffen würde. Schließlich hat er da noch eine Rechnung offen. Sein Gegner am heutigen Tag, Johannes Höfner von JH Fishing, kommt aus dem österreichischen St. Pölten. Sein Lieblingsgewässer ist die Donau, sein favorisierter Zielfisch der Barsch, den er vorzugsweise beim Jiggen überlistet. An Johannes' besten Fang können sich die meisten von euch vielleicht noch erinnern. Im Achtelfinale des Vorjahres fing er im Match gegen Enrico Di Ventura einen 107 cm langen Hecht. Er kam letztes Jahr bis ins Halbfinale und schied dort gegen den späteren Champion Dustin Schöner aus, gegen den er gerne noch einmal antreten würde. Wer sich für das Tackle interessiert, das die beiden Angler heute fischen, kann alle Route-Rolle-Kombinationen unten in der Videobeschreibung finden. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Achtelfinale zwischen Johannes Höfner von JH Fishing und Didi Isaias von Quantum Fishing Europe. Wir sind heute wieder in Holland am Hollandsdiep. Klar. Die beiden Kontrahenten haben sich geeinigt, heute vom Boot zu fischen. Und ich bin gespannt, was so geht. Die Fische beißen, glaube ich, ganz gut. Also in letzter Zeit sah es ganz gut aus. Heute ist doch relativ viel Wind auf dem Wasser. Ein bisschen weniger als gestern immerhin. Mal gucken, was das für uns heißt. Ja, wir haben doch relativ viel Wind gehabt die letzten Tage und vielleicht sogar Wochen. Heute etwas weniger, aber wir haben Umschwung gehabt von einer langen Westwindphase auf Nordwind. Und das ist für die Zander nicht immer unbedingt das Allerbeste. Das werden wir auf jeden Fall gleich sehen. Ich bin frohen Mutes, dass wir relativ bald was ans Band bekommen. Dietmar, du fängst an. Wir haben gestern eine Münze geworfen. Richtig. Du hast als erstes die Spotwahl. Ich bin gespannt, wo es als erstes hingeht. Aus Wasser. Hatte ich fast erwartet. Wir sehen uns gleich mit dem ersten Fisch hoffentlich. In insgesamt 6 Stunden Angelzeit versuchen die beiden Kontrahenten nun, bis zu 5 Wertungsfische zu fangen. Dabei sind nur Kunstköder erlaubt und bei den Bootspartien kein Schleppen zulässig. Es zählen nur maßige Fische. Wer 2 von 3 Zielfischarten fängt, bekommt 10 Extrapunkte. Gelingt einem Angler sogar der Hattrick, wird er mit insgesamt 30 zusätzlichen Punkten belohnt. Der Multiplikator für Barsch liegt bei 2, der für Zander bei 1,3 und der für Hecht bei 1. So Dietmar, erste Stelle. Du hast hier eine etwas windgeschützte Bucht angefahren. So sieht es für mich aus. Erklärst du uns ganz kurz, was du dir hier vorstellst? Was ist die Idee hinter diesem Spot? Hier sind Zander und die werden wir jetzt versuchen vom Gewässerboden zu lupfen. Die stehen tief am Grund. Ja, schauen wir mal, was geht. So, 8.14 Uhr, Startschuss. Die Köder sind im Wasser. Dietmar hat hier erstmal seine Vertikalkombo ausgepackt und fischt unterm Boot. Und Johannes hat das gleich beobachtet, macht dasselbe. Also wir starten erstmal mit einer Runde Vertikalangeln. Meine Taktik ist jetzt auf jeden Fall auf Zander zu fischen. Ich habe gehört, dass es auf Barsch nicht so gut geht wegen der Gewässertrübung. Aber Zander war sowieso mein Hauptzielfisch. Und das versuche ich jetzt, dass ich da meine Fänge voll mache. Als Köder habe ich einen 10 cm langen Gummifisch in natürlichem Dekor mit greller Schwanz, also Schaufel. Mal sehen, hoffentlich bringt es was.
sichtbar. Du möchtest normalerweise selbst fischen. Guter Zander. Dankeschön. Die Punkte, die brauchen wir. Viertelstunde gefischt und da kam der erste Einschlag auf 9 Meter. Schöner Zander auf einen ziemlich großen Gummi. Weil es hat ja keinen Sinn, sich mit kleinen Fischen rumzuärgern. Man muss gute Fische fangen, um Punkte zu machen. 70. Ja. Einverstanden? Ja. Einverstanden. Mit einem Paukenschlag beginnt dieses Match. An der ersten Stelle angekommen, fängt Didi vertikal einen 70er Zander und holt sich 91 wertvolle Punkte. Traumstart für den Quantum-Mann. So, wir haben den ersten Fisch bereits gesehen. 70er Zander, das sind genau die Fische, die man braucht. Ich erwarte, dass heute gut Zander gefangen wird. Ich kann mir vorstellen, dass es auf Barsch schwierig wird. Ein Hecht kann immer dabei sein. Aber sollten eben viele Zander gefangen werden, vielleicht sogar 5 auf jeder Seite, dann ist ein 70er Zander hier am Gewässer doch schon ziemlich guter Fisch. Und ich bin mir relativ sicher, dass das nicht der letzte Fisch für heute war, nämlich ich sag's gerade. Hier. Yes! Ja, Mann. Ja. Sehr geil. Petri. Petri, danke. Mein erster Fisch des Tages, ich schätze ein 60er Zander, ein bisschen drüber vielleicht, richtig geil, freut mich sehr. Ja, so kann es weitergehen, würde ich sagen. So. Wann ist er dran? 61, oder? Ja, das sind 61. Was? Ein schneller Konter, den Johannes da setzen konnte. Auch sein Zander ist einer der besseren Sorte. Er verkürzt auf 91 zu 79,3. So, Johannes, muss dich ganz kurz beim Angeln stören. Ja, gerne. Nicht so gern. Du hast auch deinen ersten Fisch jetzt gefangen. Ja. Ich habe gesehen, du hast ein bisschen vertikal geangelt am Anfang, dann aber doch geworfen. Wie kam jetzt der Biss? Gechickt. Also ganz normal 15, 20 Meter rausgeworfen und dann reingechickt. Dann kam der Biss recht vorsichtig, dann war der Zander schon raus. Am Anfang habe ich begonnen mit Vertikalfischen, aber das ist nicht so meins, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und jetzt werfe ich wieder. Auf den zweiten Zander. Alles klar. Großen Kescher? Nee, tatsächlich nicht. Maßband ist noch nass. Ich glaube aber, das könnte sehr eng werden. Moment. 43, oder? Nein, Moment. Er ist vorne nicht drauf. 43. Doch, hat er. So. Zweiter Fisch des Tages, 43er Zander. Freut mich. Kein Riese, aber bringt wichtige Punkte. Yeah! Yeah! Sehr gut. Geil!
Also die Fische beißen hier so gut, dass ich mal die Kamera weiter hier auf Dietmar halte, der gerade fleißig am Weiterfischen ist. Wir haben jetzt schon den dritten Fisch, wieder maßig. Wichtige Punkte für Johannes und der erste Führungswechsel. Johannes ist vorne, Didi muss nachziehen und ich bin mir sicher, das wird er auch bald. Wie bereits gesagt, ist nun Dietmar unter Zugzwang. Er liegt mit 91 zu 135,2 hinten. Dietmar, du fischst hier einen langen V-Schwanz. Pelagic Shad ist das, wa? Einfach nur einen großen Köder. Der, den du jetzt unten dran hast, fischst du den auch mit Stinger, oder? Alles mit Stinger, weil die einfach zu groß sind ohne Stinger. Alles klar. VMC-Haken fischst du, ja? Wir arbeiten ja mit VMC zusammen. Eine Cast Jigs macht ja VMC für uns. Okay. Die erste Stunde ist fast rum. Ein Fisch bei dir, zwei bei Johannes. Was denkst du, kriegt ihr beide die fünf Zander voll heute? Schauen wir mal. Sie sind nicht den Beißlaunen. Johannes hatte einen Filbis gehabt, ich hatte noch einen Filbis. Das heißt, normalerweise müssten die richtig drauf knallen. Aber ja, das Wetter macht uns zu schaffen ein bisschen. Der Umschwung. Welcher Umschwung? Von Südwestwind, von zwei Wochen lang immer Südwest. Und jetzt haben wir Nordwind, Nordwest. Und dann die nächsten Tage nur noch Nord. Ich hoffe, das sind keine schlechten Vorzeichen fürs Turnier. Ja gut, ich meine, ich kenne hier Holland, also da mit dem Wind sind die Fische doch relativ zickig, aber wenn viele wollen ja im Fluss fischen, das habe ich so mitbekommen. Also von daher wird das Flussfischen wird auf jeden Fall genügend Fische bringen. Da spielt das keine Rolle, auch wenn der Fisch dann zickig ist, dann hast du eben nur 5 Fische oder 6 statt 25. Klingt akzeptabel, finde ich. Ja, ich meine, was ich ja gehört habe gestern, du hast da mit dem Julien gefischt. Da ist er. So, das dürfte ein erneuter Führungswechsel sein. Der hat nämlich auf jeden Fall Maß. So, vorne ist er dran. Du darfst selber zusammendrücken, wenn du möchtest. 56. So, wir haben gerade noch drüber gesprochen. Dietmar fischt den Pelagic Shad mit dem Stinger und genau daran hing er. Ohne Stinger wäre der Fisch nicht an Bord gekommen. 56er Zander. Dietmar führt also, aber nach wie vor alles in Schlagdistanz. Fängt Johannes den nächsten Fisch, geht er wieder in Führung. So ist es. Es steht nun 163,8 zu 135,2 für Didi. Ein Vorsprung, der mit nur einem Fisch übertrumpft werden kann. Wir haben jetzt etwas mehr als die Hälfte von Didis Halbzeit rum. Heute Morgen kamen die Fische tatsächlich Schlag auf Schlag. Jetzt ist es ein bisschen weniger geworden, auch keine Bisse mehr bei beiden. Die Taktik hat sich auch nicht wirklich verändert. Dietmar fischt nach wie vor vertikal, Johannes wirft. Spotwechsel gab es auch noch keinen. Dietmar hat auch angekündigt, dass er hier durchfischen möchte. Ob das dann wirklich so ist, das werden wir sehen. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden hier mit dem Spot. Wir haben hier ein bisschen Windschatten, also für Ton und auch das Wohlbefinden aller Mann an Bord ist das eigentlich eine gute Stelle. Ja, und Fisch gibt es ja hier auch, haben wir ja gesehen. Okay. Ja, das ist wichtig. Super. Ah, danke.
richtig schöner Barsch, ich schätze so 35 in etwa. Freut mich sehr drüber. Ja, würde ich mich auch. Gut gemacht. Warte mal. 36 ist gefilmt. Ja. Passt. Ja. Ja, es war ein bisschen eingeschlafen und jetzt kam dann tatsächlich ein Barsch zum Vorschein. Johannes hat mit einem kleinen Zander gerechnet, hat deswegen auch schon den kleinen Kescher genommen. Das ist natürlich eine schöne Überraschung. 36 cm bringen 72 Punkte. Dietmar reicht aktuell ein maßiger Zander, um wieder hauchdünn in Führung zu liegen. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Ich denke, es kommen heute noch ein paar Fische raus. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn beide ihre 5 am Ende des Tages voll kriegen würden. Ein Barsch für Johannes, der ihn nicht nur in Führung bringt, sondern bei Dietmar auch böse Erinnerungen weckt. Im Vorjahr waren es die Barsche, die ihm in der Partie mit Tobias den Sieg kosteten. Die Geschichte wird sich doch nicht etwa wiederholen. Es steht 217,2 zu 163,8 für JH Fishing. Wir haben einen leicht steigenden Luftdruck, also eigentlich konstant zunehmenden Luftdruck. Gestern Abend lag er noch bei ungefähr 1000, jetzt liegt er bei 1019 Hektopascal. Didi, was deine Erfahrung zum Thema Luftdruck? Fallen, steigen, konstant? Was? Konstant ist immer besser. Ich habe ja auch gesagt, dass jetzt, wenn der die ganze Zeit lang recht konstant war, eigentlich optimale Bedingungen. Das haben ja auch viele Leute gut gefangen. Aber jetzt mit dem Umschwung sind so die ersten ein, zwei Tage immer ein bisschen schwierig. Ich meine, ich habe viele Zander jetzt gesehen, die sich für meinen Köder interessiert haben, aber er hatte nur ganze 3 Bisse und das war's. Und von daher, ein guter Fisch entscheidet heute. Oder ein Barsch, ne? Das sieht man mal wieder. Wenn ich den Barsch so wie mit Äqual liegen lasse, dann komme ich ganz schön in Schwitzen. Johannes, jawohl. Du hast alle 3 Fische auf denselben Köder gefangen? Ja, genau. Das ist wieder so ein 10 bzw. 11 cm langer Gummifisch. Der ist von Storm, der Mangrove Minnow. Voriges Jahr habe ich auch mit relativ kleinen Gummis gut gefangen. Gegen Enrico, wenn man im Video gesehen hat. Ja, wie man sieht, bis jetzt läuft es recht gut. Mal sehen, ich hoffe noch auf. Trotz kleiner Größe nutzt du auch einen Stinger? Ja, sicher. Hast du auch einen Fisch bisher gehabt, der nur auf dem Stinger hing? Nein, eigentlich alle 3 vorne am Haupthaken, also am Jighaken. Aber natürlich, es geht um was und sicher, sicher. Oh, Fisch. Boah, kein Riese, aber das könnte knapp werden. Maßig hat er. Wieder den Claw Tribble im Maul und so. Ja, 43, genau. 43er Zander hat gereicht für Dietmar, um wieder in Führung zu gehen. Hauchdünn, aber der nächste Führungswechsel, also Schlag auf Schlag. 3 Fische auf beiden Seiten und 2,5 Punkte Vorsprung für Dietmar. Knapper könnte es kaum zugehen. Es laufen die letzten 2 Minuten der ersten Halbzeit. Der den nächsten Fisch fängt, verschafft sich auf jeden Fall wieder ein ganz bisschen Luft. Beziehungsweise Johannes würde sich erstmal überhaupt die Führung wieder zurückholen. Dietmar würde sich ein bisschen Luft verschaffen. Aber wenn es kein richtig großer Fisch ist, ja, dann ist auch das wieder schnell gekontert. Also wir werden auf jeden Fall eine sehr spannende zweite Halbzeit erleben, denke ich. Einmal noch die letzten 2 Minuten kurz rausholen, bitte. Okay. Entschuldigung, ich will einmal noch mal nach vorne hinfahren. Ja, genau, jetzt haben wir Halbzeit. Köder bitte rein. Halbzeit. Es steht 219,7 zu 217,2 für Dietmar. Nach einer kurzen Werbepause geht es weiter.
Kampf durch die Wellen Teil 2. So, auf zur zweiten Runde. Johannes hat sich ausgesucht, wieder genau an denselben Spot zu fahren, wo wir bereits gefischt haben. War hier erfolgreich, hat hier 3 Fische gefangen. Es ist alles noch ausgeglichen. Dietmar führt ganz, ganz knapp. Und insofern denke ich, keine blöde Entscheidung. Zumal hier eben auch die Verhältnisse zum Angeln ganz vernünftig sind. Ich bin gespannt, wer den nächsten Fisch fängt und sich einen kleinen Vorsprung rausangeln kann. Also eben meinen zweiten oder dritten Fehlbiss gehabt heute. Ist natürlich ärgerlich, vor allem weil ich jetzt ganz knapp hinten liege, ein paar Punkte. Aber besser als gar kein Fischkontakt. Das heißt, es im Prinzip steht es wieder 0-0. Wir fangen neu an. Sieht man Fisch derzeit? Ja, die ganze Zeit. Hier ist alles voll, aber hier ist unwahrscheinlich viel Weißfisch und vor allem Xander sind hier. Aber wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen so eine Flaute, die jetzt kommt. Okay. Ich denke mal, das wird in den nächsten 20 Minuten sich ändern. Okay. Du siehst auch, die anderen Angler sind auch weg. Ja. Einfach durchhalten. So, in der Mittagspause, schauen wir mal. Das sind 223 cm mal 1,3 sind 289,9. Oh. Während wir hier am Rechnen sind, um den neuen Spielstand zu ermitteln, hat Dietmar den nächsten Biss. Nachdem es hier die erste halbe Stunde nach der Pause sehr ruhig geblieben ist, scheinen die Fische jetzt wieder aktiver zu werden. Also auf jeden Fall gute Chancen für Johannes, hier nochmal zurückzukommen. Das muss er auch, denn Dietmar baut seinen Vorsprung mit diesem 54er Zander auf 289,9 zu 217,2 aus. Also die Fische am Ekolo draufkommen sind? Nein. Ich sehe nur die Schwärme unten. Ich fische ganz knapp über dem Grund, so 10 cm, so wie du ja auch machst beim Einleuern. Ja. War ich auch so total boom, aus dem. Ich habe ja wieder in die Gegend geträumt. Und dann kam der Biss. Sehr überraschend. Was Technik und Köderwahl betrifft, sehen wir jetzt hier bei beiden Anglern ein ziemlich konstantes Verhalten. Also Dietmar fischt durchgängig vertikal, variiert auch beim Köder in der Form überhaupt nicht, mit den Farben ein kleines bisschen. Hat jetzt 2 Fische auf die eine Farbe, 2 Fische auf die andere Farbe gefangen. Genauso ist es bei Johannes auch. Der hat, glaube ich, seinen Köder überhaupt noch nicht gewechselt. Hat am Anfang kurz vertikal geangelt, aber jetzt wirft er durchgängig, animiert den Köder ausschließlich über die Rolle, faulenzt über den Grund. Bei beiden hat sich das auch bisher bewährt. Jetzt ist Dietmar natürlich einen Fisch wieder vorne. Mal gucken, ob mit zunehmender Zeit Johannes irgendwann nochmal die Taktik ändert oder ob er seinen Stiefel bis zum Ende durchzieht. Nächster Fischkontakt bei Dietmar. Hat jetzt also 2 Bisse nicht verwandeln können. Wie war der eben, Didi? Ging so. Also Fischaktivität ist nach wie vor vorhanden und damit für Johannes nach wie vor alles drin. Johannes, Timer steht jetzt bei knapp unter 2 Stunden. Dietmar hatte jetzt noch 2 Bisse beim Vertikalangeln. Bei dir tut sich nicht so viel. Gibt es irgendein Timelimit, wo du nochmal die Taktik änderst, falls du keine Bisse mehr kriegst, oder ziehst du es so durch? Ich werde so wie bisher im YPC durchziehen, meine Taktik. Fisch ist da, also wenn er will, dann beißt er und wenn nicht, dann ist Didi weiter. Didi ist ein super Angler, also einfach mal sehen, was noch kommt. Ja, ja, aufgeben brauchst du dich nicht, ist noch alles drin. Es ist alles drin, wir haben noch fast 2 Stunden Zeit. Aber es gibt auf jeden Fall schlimmere Sachen, als gegen Didi auszuscheiden. Da gibt es andere Gegner. Es gibt aber auch geilere Sachen, nämlich gegen Didi zu gewinnen. Ja, das ist auch richtig.
Ja, ich wechsle jetzt meinen Köder. Mache meinen Twister-Schwanz. Dann werde ich mir einen anderen Jig aufziehen. Eventuell wollen Stars jetzt. Boah, hast du das toll aufgeräumt. Wir gar nicht zu messen. Das ist 35 oder so. Wir können es ja mal dran halten. Ja, da würde ich gerne bleiben in der Nähe. Kein großer Fisch, oder? Brauche ich gar nicht zu messen, oder? Nein, ist nein. Habe ich jetzt entschieden. Richtig kalt. So, das ist mein Q-Snap. Geilste Karabiner, wo gibt, würde mein russischer Freund sagen. Dietmar, wir angeln hier bei ja, so 9, 10 Meter Wassertiefe, relativ konstant. Struktur ist hier keine. Weshalb ist das trotzdem so ein spannender Spot für dich? Hinter uns seht ihr die Schleuse zum Volkarak. Das heißt, es ist permanent ein Austausch anderer Fische, vor allen Dingen auch Futterfische. Und diese Bucht hier, die bietet sich an, weil momentan so ein doller Wind draußen ist, dass wir auch sonst gar keine andere Wahl haben, außer uns hier aufzuhalten. Also von daher war das auch eine recht gute Wahl, A, wegen der Fische. Also hier kommen vom Volkarak viele Rotaugen rein, also Futterfische, genauso wie auch frische Zander. Und die Schleuse ist ja regelmäßig in Betrieb, gerade auch heute in der Woche ist die Schleuse auf, alles prima. Und, deswegen ist das eine coole Sache. Und Struktur muss nicht immer sein. Also die Zander, die halten sich hier auf dem Gewässerboden auf, solange er die richtige Härte hat. Also das hier ist der Boden so kiesig, sandig, das finden sie ganz toll, gerade auch in den für die nächsten Wochen und Monate, wenn sie sich auf ihr Laichgeschäft vorbereiten. Also eigentlich die optimalen Bedingungen. Das Beißverhalten der Fische erlaubt es uns, hier mal ganz kurz eine kleine Side-Story auszupacken. Johannes hat uns heute verraten, was er machen musste, um hier überhaupt sein zu können. Er ist nämlich bei der Bundeswehr. Bundesheer. Bundesheer, nicht ja. Bundeswehr, Bundesheer heißt es in Österreich. Ja. Ja, mit Urlaub sieht es da grundsätzlich erstmal nicht so gut aus, oder? Genau, also es ist grundsätzlich so, du bist 6 Monate beim Bundesheer oder 9 Monate beim Zivildienst in Österreich. Mhm. Ich habe mich fürs Bundesheer entschieden und da ist es eben so, man hat eigentlich keinen Urlaub, außer man nimmt an Ehrenzüge teil, das heißt, dass man, keine Ahnung, eine Kranzniederlegung macht oder eben auch fürs Blutspenden. Und damit ich 5 Tage frei bekomme, habe ich ordentlich Blut gespendet, weil einmal Blutspenden ist einen Tag frei und ja, 5 Tage frei habe ich nun. Du siehst auch ganz blass aus, muss ich sagen. Ja, das liegt aber am Rückstand. Ja, alles klar. Na dann hoffen wir mal, dass sich das Blutspenden gelohnt hat, ja, und du auf jeden Fall noch einen Fisch bekommst. Ja, super. Geile Geschichte, Mann. So, der dürfte diesmal reichen. Hast du? Der hat 49. Gut. 49. Und das ist wie vielter Fisch für mich jetzt? 5. 7. Und 5. der zählt. So ist es. Du hast deine 5 Wertungsfische voll. Spät, Edidi.
Das war Dietmars fünfter Wertungsfisch jetzt. Führt jetzt mit etwas über 136 Punkten. Das ist mit einem Fisch nicht mehr zu machen. Also ja, doch, 1,05 Meter Zander würde reichen. Ich glaube, das ist ein bisschen vermessen, davon auszugehen. Oder auch 1,37 Meter Hecht. Weiß ich auch nicht, wie viele davon hier rumschwimmen. 1 Stunde und 5 Minuten sind es noch laut Timer. Also die Luft wird etwas dünner hier für Team Österreich. Allerdings, wie Toni bereits erwähnt hat, braucht Johannes 2 Wertungsfische, um diesen Spielstand noch umzubiegen. Bisher läuft die zweite Halbzeit noch überhaupt nicht nach seinen Vorstellungen. Kommt er nochmal zurück in die Partie? Gerne YouTube Predator Cup und möchtest uns bei unseren Videoprojekten unterstützen? Das ist ziemlich einfach. Jeder Einkauf im Hecht- und Barsch.de-Online-Shop, aber auch jeder gekaufte Leck mich am Barsch-Artikel bei dir im örtlichen Angelladen, egal ob Drunkbait, Köfi oder Finessefilet, ist sehr wertvoller Support für uns. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung und jetzt viel Spaß beim weiteren Verlauf der Sendung. Weiter geht's. So, ein kleiner Köderwechsel ist jetzt passiert. Und zwar habe ich den Köder von vorhin wieder genommen, mit dem ich die Zander und bzw. den einen Barsch auch gefangen habe. Das einzige, also der einzige Unterschied ist einfach, dass ich ein bisschen schwerer fische. Statt 18 Gramm habe ich 24 Gramm oben. Der Wind ist ziemlich stark und meine Finger sind irgendwie taub. Nicht mehr so warm. Die letzten Versuche, bevor die Zeit abläuft. Fisch. Weg, du! Ist ab! Hast du keinen Stinger drauf? Ja, einmal runtergegeben. Der Stinger ab? Nein, ich habe runtergegeben, den Stinger. Oh. Weil er sich immer verdreht im Wind. War ein guter Fisch? Route war ordentlich krumm, aber das ist auch eine leichte Route. Ja, ne? Das ist diese Streetfishing-Route, ne? Ja. Warte mal, ich fahr da kurz zur Seite nochmal, ja? Ich bin hier aus. Ja, der hat Maß, denke ich auch. Ärgert dich der verlorene Fisch von eben wahrscheinlich noch mehr, denn das ist dein vierter Fisch. Und der wird dir auch Punkte bringen, nehme ich an. Könnte Maß haben. Nein. Boah. Doch, 42. 42 Zentimeter. 42 Zentimeter. Ja. Einige Anschlusspunkte sind es, aber da fehlt noch was. Johannes. Wieder im Rennen. Wir haben noch 24 Minuten, also alles wieder drin. Das war auf jeden Fall der ganz wichtige Fisch für Johannes, der ihm alle Chancen jetzt lässt, das Ding doch noch rumzureißen. 353,6 zu 271,8. Dieser kleine Zander bringt Johannes in Schlagdistanz. Kann er sich in der Schlussphase den Sieg sichern?
Antriebe der Pelagic Shed. Das tut noch mal richtig gut, so ein Fisch zum Ende hin. Puh. Oh. Und das war der Übeltäter, der Pelagic Shed. In der Farbe Game Over. Das ist über 66,5 bis 67. Ja, okay. Sonst hätten die Zander ja von 43 auch nicht gezählt. 67. Und tschüss. Der zweitgrößte Zander des Tages bringt wohl die Vorentscheidung. Dietmar verbessert seinen 43er Zander aus der ersten Halbzeit durch diesen 67er und baut seinen Vorsprung auf 113 Zähler aus. Nun braucht der Österreicher ein Angelwunder. Auf jeden Fall ist jetzt Johannes wieder mehr unter Zugzwang, ihm bleibt auch nicht mehr viel Zeit. Er braucht jetzt einen richtig guten Fisch in den letzten 5 Minuten, wenn er hier noch gewinnen will. Ich glaube, Dietmar hat es mit dem letzten Fisch klar gemacht. Würde mich wundern, wenn da noch was kommt, aber alles ist möglich. Zum Beispiel 1,7 Meter Hecht, wie im letzten Jahr, Johannes. Der Erfolg gibt mir recht. Ich habe die Technik vor mittlerweile. Ich war 17 Jahre alt, habe ich die Technik mit Bertus Rosemeyer erfunden. Vom Boot aus angeln. Guck mal, jetzt bin ich 50. Das ist schon eine ganze Zeit lang her. Ich habe eigentlich alle meine großen Fische damit gefangen und Weltmeister geworden damit. Da gibt es Leute, die sind auch viel, viel besser im Vertikalangeln als ich, weil ich auch noch viele andere Sachen gerne mache. Aber wenn es drauf ankommt, dann ist Vertikalangeln schon cool. Gerade so jetzt, diese Zeit, du siehst ja, dass die Fische richtig gut sind, die du fangen kannst. Es vibriert bei mir am Handgelenk. Und der Timer ist abgelaufen. Das heißt, wir haben einen Gewinner. Ja. Dietmar, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Du bist im Viertelfinale. Prima, freue ich mich drauf. Das ist wirklich ein tolles Match, hast gut geangelt. Ja, heute war es nicht einfach. Viele kurze Bisse so. Ich habe, glaube ich, 9 Fische gefangen, 8 oder 9. Egal, wurscht. Aber war ein schönes Zander dabei. Der Barsch von dir hätte ich echt nicht mitgerechnet. Da habe ich gedacht, fahre ich wieder Eckdal-Modus, aber... Diesmal wohl doch nicht. Nein, aber der Bessere hat gewonnen heute auf jeden Fall. Und ich denke mal, gegen einen Didi kann man auf jeden Fall verlieren. So schlimm ist das jetzt nicht. Meine Fische habe ich gefangen. Leider habe ich es nicht vollgebracht. Ich glaube, 4 von 5 habe ich gefangen. Ja. Aber herzlichen Glückwunsch nochmal. Nochmal. That's Fishing. Ja. Dito. So, ein fischreicher Tag geht zu Ende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war auf jeden Fall verdammt spannend, gerade in der ersten Halbzeit. Als es hin und her ging, in der zweiten Halbzeit hat Didi dann relativ souverän gefischt. Hätte Johannes den einen Fisch nicht verloren, wäre es vielleicht noch mal ein bisschen spannender geworden. Aber ja, dann kurz vor Schluss kam der K.O. mit dem 67er Zander, den Dietmar dann noch bekommen hat. Lasst uns gerne einen Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Daumen nach oben, freut uns mega. Und natürlich unseren Hecht und Barsch Kanal abonnieren, damit ihr die nächste Begegnung auf keinen Fall verpasst. Natürlich solltet ihr auch mal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, bei Jotta Fishing oder bei Quantum Fishing Europe auf den Kanälen unserer beiden Kontrahenten von heute vorbeischauen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet beim YouTube Predator Cup. Macht's gut, ciao. Dietmar erreicht das Viertelfinale, wo er entweder gegen Veit Wilde oder gegen den Sieger des Qualifikationsturniers, Hassan Duran, von den Fishing Bros antreten wird. In der kommenden Folge seht ihr die Achtelfinalpartie zwischen Christian Wienicke von Savage Gear und Daniel Andriani von Hecht und Barsch.de. Solltet ihr auf keinen Fall verpassen, Freunde. Wir sehen und hören uns nächste Woche.